Willkommen, meine Damen und Herren, zu einem weiteren CSGO Overwatch auf Mirage. Wir haben endlich mal wieder einen Suspect, der Skins hat. Das ist ja bei uns schon wirklich eine Rarität geworden. Wir haben meistens diese Fälle mit Leuten, die gar nichts am Start haben. Er hat einiges am Start, keine Sorge, es bleibt nicht nur bei dieser Flashback, sondern es gibt auch noch andere Skinny-Manilis, die er ziehen wird über das Spiel hinweg. Ich habe schon reingeguckt. Es ist echt ein Lurch und es freut mich, wie gesagt, dass wir mal wieder einen haben, der halt einfach sowas dabei hat. Weil diese Fälle, bei denen die Leute einfach komplett nackt dastehen, da weiß man irgendwie genau, ja, es ist ein neuer Account und damit kackt er hart rein oder sonst wie, ne? Weil ich meine, die meisten Leute wählen sich ihre Skins raus, die sie haben. Selbst wenn es irgendwelche Billigskins sind, spielt man die ja meistens, oder? Also ich habe ja schon mal eine Umfrage diesbezüglich gemacht und es gibt zwar ein paar, die sagen, ich spiele mit Absicht keine Skins, aber so 95% zumindest der Leute, die da mitgemacht haben bei der Umfrage, haben gesagt, dass sie, wenn sie Skins haben, dann rüsten sie die auch raus. Ja, er ist am Anfang übrigens ein bisschen AFK, aber gut, das Warm-Up ist jetzt eh rum, bei Warm-Up ist es ja eh auch wurscht, wie man da spielt. Aber ich gebe euch schon mal einen kleinen Tipp, man wird ihm Griefing drücken können, aber alles andere erratet ihr selbst. Und sobald ihr glaubt, irgendwas zu sehen, schreibt dann eure erste Vermutung einfach mal in die Kommentare. Also haltet das Video kurz an, zack in die Kommentare, ich glaube, ich bin noch am Anfang und ich glaube, er hat XY. Und dann weiterlaufen lassen und dann, wenn man möchte, kann man den Kommentar wieder bearbeiten. Ich spule direkt ein bisschen vor, weil das ist ziemlich langweilig hier, weil er halt nur rumsteht. Zwar nicht lange, aber schon eine gewisse Zeit. Also ich würde sagen, es reicht für Griefing aus und keine Sorge, es ist doch nicht das einzige Mal, dass er so lange rumsteht. Ne? Die Gegner können einiges machen, bis er überhaupt mal anfängt, was zu machen. Da schaut er sich jetzt eine wunderbare Flashback an, die ich übrigens sehr, sehr schick finde. Also das ist ein schöner Skin. Er zielt vorsichtshalber direkt auf die Nüsse, wenn ein Feind vor ihm steht. Im Moment, finde ich, geht's auch noch. Ne, also da ist jetzt nicht irgendwie was Ultra-Verdächtiges zu sehen. Aber ja, wartet mal ab. Also später kommt eine Stelle, da sind mir fast die Augen rausgepoppt. Wie frech das war. Keine Sorge, er spinnt nicht oder sowas, ja. Aber es ist ein frecher Dax, auf jeden Fall. Ja, ich freue mich auch schon sehr heute Abend auf den Stream. Um 18 Uhr geht's ja wieder rund. Ich habe überlegt, dass wir nicht auch im Stream mal wieder... Wir könnten eigentlich mal wieder ein Overwatch machen. Im Stream. Das Coole war dabei immer, dass wir dann halt eben auch sagen, dass ihr direkt live schreiben sollt, was ihr glaubt. Also, da ich ja selbst gucke, ne, und wir den Fall ja praktisch live abschließen wollen, haut ihr einfach da auch direkt raus, was ihr denkt. Das haben wir ein paar Mal gemacht früher, sagen. Ich meine, ziemlich spaßig. Können wir uns ja überlegen. Ich werde auch auf jeden Fall wieder ein paar Kisten aufmachen, so zwischendurch, zwischen unseren Spielen. Weil ich noch von Torben, vielen Dank dafür, noch Geld bzw. Schlüssel übrig habe. Er hat vorgestern im Stream reingespendet und gesagt, von dem Geld kann ich einfach Schlüssel kaufen, um dann ein bisschen im Stream zu öffnen. Am Dienstag haben wir ja schon ein paar Cases, ich spule mal ein Stück vor, ein paar Cases geöffnet, da kam aber leider nur blau raus, durch die Bank weg und auch nichts Geiles Blaues. Ich meine, es gibt ja auch den einen oder anderen sehr coolen Blueskin, aber da war leider nichts Tolles dabei. So, guck mal, diese Sachen, die wird ja noch ein paar Mal machen, dass er rumläuft und die Maus scheinbar gar nicht in der Hand hat, sondern er läuft nur mit den Tasten und hat einfach das Fadenkreuz starr. Da legt er den ersten und ziemlich gezielt den zweiten. Und das war's für die Runde. Und passt mal genau auf, wie sich das noch so entwickelt. Hier, die Desert Eagle Mother, gut, ist jetzt nichts Besonderes. Die ist nicht so schick wie die Flashback, das stimmt. Ich würde, wenn ich eher wäre, einfach ausschließlich die Flashback spielen. Weil ich meine, mit einem schönen Skin, das wissen wir alle, hat man auch mehr Skill. Nicht. Ja, gut, er steht jetzt wieder rum. Wie gesagt, Grief ist auf jeden Fall drin, ne? Da müssen wir gar nicht diskutieren. Wenn man jedes Mal am Anfang der Runde eine Weile rumsteht und das war es noch nicht, passt auf, er steht alles noch rum. Immer noch. Und jetzt bewegt er sich nur mit den Tasten, und, also er scheint auch irgendwas noch zu machen nebenbei. Er steht da einfach nur rum. Und jetzt achtet mal ganz genau darauf, wie, ja, wohin er so schaut, was er so macht. Ich dachte ganz kurz, das hier wäre die Runde von gestern von uns. Guck mal, wohin er schaut, guck mal. Aha. Ist ein Lurch, oder? Das ist ein richtiger Lurch. Gestern haben wir auch, ich habe gestern bei Wallen mitgezockt und wir haben in einer Runde auf Mirage auch einen Palace-Chill gemacht und dann bei X-Zeit raus. Und die Runde hat sich auch so angefühlt, wie die hier aussieht. Und zwar hat es, also gefühlt, das ganze City-Team dort gewartet, reingemollied, reingeballert. Wir haben keine Steps gemacht, aber trotzdem haben sie einfach geschossen, was das Zeug hielt. Es hat sich aber dann herausgestellt, dass das Stream-Sniper waren und die halt einfach geguckt haben, wo wir waren.
Stream Sniper kommt natürlich im Warlock gleich oder ziemlich ähnlich. Ja, also ich dachte aber eine Trillisekunde, das hier wäre vielleicht sogar unser Spiel von gestern, aber nein. Wisst ihr, was gestern passiert ist? Gestern habe ich die Nachricht bekommen, dass jemand gebannt wurde. Ein Party-Member von mir auf dem zweiten Account. Das bedeutet, es kann ja nur jemand sein, der in den Viewer-Games mitgezockt hat, was mich schon mal wieder sehr geärgert hat. Das hatten wir schon mal. Alle Meldungen, die auf dem zweiten Account kommen, betreffen nur die Viewer-Games, weil ich mit dem zweiten Account sonst nicht spiele. Auf jeden Fall hat ein Mate geschaut, man kann nachgucken, wann und wer gebannt wurde. Über irgendeine Seite, Don Todd war's. Don Todd weiß, wie der Hase läuft. Und es war jemand von 2000, der bei, also 2018, bei irgendwas mitgespielt hat, bei einem Cobble-Match. Und der wurde gebannt. Überleg mal, 2 Jahre später wird jemand, bekommt jemand auf einmal einen Wack-Bann und ich bekomme die Nachricht dazu. Ich habe nicht gewusst, dass Wack oder dass die Bans so spät nachkommen können. Naja, ja, also ich denke, ihr wisst mittlerweile, was er hier wohl am Start hat. Hat er schon die, er hat noch eine AWP beskinnt, ich glaube die Phobos und die eine ziemlich sweete, wow, durch den Mate durch, eine ziemlich sweete M4 und zwar die Griffin. Komm, ich spule mal ein Stück. Ich denke, ich frage mich, ob er sich bewusst ist, dass die Skins weg sind. Oder ob er sich denkt, whatever, jetzt hat er die Griffin eben gekauft. Die ist auch schick. Die Gryffindor ist schick. Komm, da machst du nichts. Da machst du einfach nichts. Die ist weg, mein Freund. Aber hart. Nee, halt. Das ist nicht die Runde mit der Griffin. Das ist die Magnesium. Habe ich die jetzt selbst verpasst? Hat er die eben gekauft oder hat er die gedroppt bekommen? Oder habe ich mich vorhin nur verguckt? Das kann natürlich auch sein. Das muss die gewesen sein. Naja, dann doch keine Griffin. Komm, geh mal ran, du Dödel. Da ist eine Phobos. Ist jetzt auch jetzt natürlich kein ultimativ teurer Skin oder sowas, ne? Aber halt endlich mal wieder jemand mit Skins halt. Nicht immer nur diese leeren Null-Accounts, die einfach überhaupt nichts am Start haben. Wo ich genau weiß, ich weiß einfach schon im Vorfeld, wie das Steam-Profil aussieht. Von den Dödeln, die wir sonst haben. Ja, geht ziemlich gezielt an die Leute ran, ne? Sehr gezielt, der Lurch. Ist eigentlich direkte Backpfeife wert. Also sobald jemand so reinkackt, müsste sofort eine Hand aus dem Bildschirm rauskommen. Batsch und denjenigen einfach eine klatschen. Ne? Und dann sowas sagen wie, na, hör mal auf. Ab mit dir. Geh mal nach draußen, geh bis auf den Spielplatz. Ja? Tob dich da mal aus, anstatt hier reinzukacken. irgendwas wollte ich noch sagen. Irgendeine wichtige Sache. Oder was ich noch ankündigen wollte, aber ich weiß nicht mehr, was das war. Ja, Stream habe ich ja schon gesagt. Es gibt nach wie vor die Handschuhe, ne? Das Handschuh-Giveaway ist am Laufen im Stream. Man kann nach wie vor reinjoinen und auch immer noch die Dinger gewinnen ohne Abonnement. Es geht einfach nur darum, im Stream aktiv zu sein, beziehungsweise den Stream aufzuhaben und die Stream-Währung zu farmen, ne? Und ja, aber ich wollte noch irgendwas anderes sagen. Ich weiß es nicht mehr. Es ist volles Rentnerhirn schon. Ach ja, genau. Wir haben ja mal ein CSGO-Turnier gemacht, das ziemlich spaßig war und wollen da auch bald mal in Richtung eines zweiten Turniers gehen. Aber davor haben wir vor, ein Valorant-Turnier zu starten. Und da wollte ich einfach mal so generell reinfragen, so in die Gemüter. Wie sieht's aus bei euch? Habt ihr da Bock drauf? Also hätten wir da genug Leute, die mitmachen würden? Ich werde dazu natürlich auch nochmal die ganze Sache in einem Valorant-Video an sich fragen, um auch wirklich die Valorant-Zuschauer abzuklappern. Aber ja, so an euch schon mal, die jetzt hier reingucken, Valorant-Turnier, ja, nein, vielleicht, werdet ihr da dabei oder eher nicht? Das war's. Das war jetzt auf meiner Agenda gestanden. Ich drücke ihm jetzt schon mal Griefing und gleich auch noch den Rest, den ich ihm gerne drücken wollen würde. Und ihr könnt, wie gesagt, gerne in die Kommentare schreiben, was ihr ihm drücken wollen würdet. Wir sehen uns dann gleich im Livestream und vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für die Kommentare und vielen Dank für die Likes. Haut rein und bis gleich.